Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Rebirth. Im Afterbirth DLC kennt ihr die Geschichte und wir haben es gestern echt geschafft. Wir haben den kaputtesten Run ever zustande gebracht. Und er war so dermaßen geil. Und zusammenfassend, wir haben mit Isaac das Herz, Isaac und Satan. Mit Maggie das Herz und Satan und Lamb. Boss Rush mal ausgenommen. Mit Kane, auch Herz Satan. Judas, auch Herz Satan. Herz Satan. Herz Satan. Herz Satan. Herz Satan. Herz. Hier fehlt es noch Satan. Und hier bei Lilith fehlt es noch der Boss Rush. Aber wir gehen zuerst primär auf Satan. Denn wenn wir die Satan Runs alle fertig haben, dann gehen wir in Richtung Ice Egg Runs. Und was haben wir denn hier? Bursting Sack Spider Love. Okay. Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber wir werden es rausfinden. Okay, das hat ja jetzt nicht so viel gebracht. Na komm. Und das Faded Polaroids. Kann gut sein, kann aber auch nicht unbedingt so prickelnd sein. Das werden wir... Wie viele Tollbomben wir die ganze Zeit kriegen gerade. Ich hätte gerne eine Bombe übrigens. Jetzt. Ja! Fliege! Okay. Okay. Danke für die Bombe. Vielen, vielen Dank. Immerhin ein Soul. Fliege, 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 Fliege. Okay. Diese Fliege weg. Diese Fliege weg. Hier haben wir noch einen X-Rock. Da hätte ich auch gerne noch eine Bombe. Aber die werden wir wahrscheinlich jetzt nicht kriegen. Nee. Aber immerhin schon mal Schlüssel für die nächste Ebene. Famine. In Blau. Okay. Was kann die blaue Champion-Form von Famine? Die spawnt wahrscheinlich besonders tolle Viecher. Deswegen will ich ihn eigentlich... Ah, natürlich. Nicht zum Spawn kommen lassen. Mhm. Oh, okay. Das kann auf jeden Fall die... Ja, Alter, du bist doch verwirrt! Alter, was soll der Käse? Hör auf! Der hat trotzdem genau gewusst, wo wir sind. Das ist doch mega behindert. Und er droppt zwei Soul Hearts. Sonst nix, alles klar. Wir haben auch sonst nix auf der Ebene. Also geht's ab, hinab in Richtung Ebene 2. So. Wunderbar, wir haben zwar hier einen Shop, aber wir brauchen den Schlüssel. Da oben wäre ein Schalter. Für etwas anderes. Oh, okay. Aber trotzdem. Ach, komm schon. Die Chocolate Bar. Was bringt die? Oh oh, Mysterious Candy. Keine Ahnung, nehmen wir mal mit, weil ich gerade echt kein Fan von dem Faded Polaroid bin. Weil es die Gegner so zufällig laufen lässt. So. Dann schauen wir doch mal in Tiny Planet. Ja, nehmen wir doch mal mit. Nehmen wir doch mal mit. Das könnte ganz cool werden. Könnte. Oder aber auch nicht. Das. Wir brauchen auf jeden Fall noch Tears Up. Ja, oder Health Up. Health Up ist natürlich nie verkehrt, aber Tears Up wäre mir gerade echt vielleicht sogar lieber gewesen. Okay, wir haben hier einen großen Raum. Hier ist auch der Bossraum.
bin hier ein bisschen Damage und hier ist ab. Das wäre jetzt noch. Oder vielleicht sogar so ein Item wie die Soy Milk, dass wir mega Damage down kriegen, aber maximal ist das Tears Up. Das ist vielleicht sogar echt nichts. Das Grundverkehrteste, was wir jetzt kriegen könnten, tatsächlich, meiner Meinung nach. Oder Brimstone. Brimstone wäre natürlich auch geil. In so einer Situation. Spinne! Komm her! Okay. Irgendwo lebt noch was. Irgendwo? Nein. Ja, gut, wir haben nicht sehr viele Herzen, aber es hilft ja nichts. Wir könnten natürlich, safe is safe, wir haben immer noch eine Bombe und hier sind schon wieder X-Rocks. Nein. Wir können ja hier nochmal, oh, ich habe gerade festgestellt, was das Mysterious Candy bringt. Ich denke, ihr habt es auch gesehen. Komm her. Bei genau 4 Minuten 30 haben wir hier so einen Kackhaufen hingesetzt. Das ist vielleicht sogar besser als das. Oder ist das besser? Alle 30 Sekunden? Achten wir auf die Zeit. 58, 59, jetzt! Jawohl. Da ist entweder so ein Zurückstoßeffekt oder wir hinterlassen einen Kackhaufen. Okay. Ich denke, das ist sogar recht besser. Wir gehen zu Little Horn mal wieder. Das wird jetzt ein sehr interessanter Kampf. Ja. Die Blende zu zielen ist halt leider echt nicht das Einfachste. Was soll dieses eine Loch da oben jetzt? Das ist einfach eine Falle für uns? Die Attacke habe ich noch nie von ihm gesehen, aber okay. Nein, 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 nein. Oh Gott. Wenn er uns noch trifft, sind wir halt tot. Das ist halt echt das Problem gerade. Wir haben zwar noch das eine Afterlife mit Lazarus, aber nein. So unbedingt das Kind will ich das eigentlich nicht unbedingt. Oh. Lass mich in Ruhe! Oh Gott! Ich bin fast noch reingelaufen. Nein! 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 Frisst rennen! Jetzt hatte ich wenige! Okay, er hat sich selbst gesprengt. Das ist sehr lieb von ihm. Range up, was nicht so viel bringt. Wir haben 4 Herzcontainer. Wir zahlen nicht die Herzen, die wir haben. Richtig, wir zahlen die Herzcontainer. Ja! Brimstone! Woo! Woo! Sehr geil. Diesmal aber auch endlich so auf die Länge. Nicht so wie mit Azazel. Und tatsächlich um uns herum. Das ist sehr gut. Okay. Vorher angekündigt und instant erhalten. Das freut mich gerade ein bisschen. Ich hätte trotzdem gerne noch Tears Up. Damage jetzt nicht unbedingt. Da macht Brimstone schon echt genug eigentlich. So, spielen wir das mal safe. Wenn wir die Spinnen natürlich gerne mitnehmen können. So. Da waren keine X-Rocks. Hier wollen wir auch nicht durch. Okay, das war easy. Haben wir die Situation schnell erkannt und instant. Wunderbar. Schön brav schlafen. Ihr habt nichts zu sagen. So. Ein Haufen Münzen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Hier mal den Boss, aber ich will natürlich den Item Room ablaufen, ist ja sowieso klar. Jetzt haben wir auch wieder volles Leben, das ist auch sehr schön. Ich meine, so ein Spoonbender wäre jetzt auch noch mega krass. Okay, die können wir uns leisten. Die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Alter, ohne Witz.
Danke. Und jetzt. Vielen Dank. Noch ein Schlüssel. Sehr schön. Dann gehen wir noch hier rein. Und wir kriegen Vampire. Charm of the Vampire. Kills, heal. Das ist schön. Alle 14 Kills, glaube ich, heilen wir uns um ein halbes Herz. Das ist akzeptabel. So, wollen wir in den Shop? Ich weiß nicht. Aber wir haben 4 Bomben. Wir haben 4 Bomben. Aber wir haben, glaube ich, nirgendwo einen X-Rock. Aber hier haben wir auf jeden Fall keinen. Hier haben wir auch keinen. Links. Hier unten. Hier ist der Secret Room. Ja. Und wir kriegen immerhin eine Karte. The World. Und ich werde es riskieren, hier mal eine Bombe zu ziehen. Eine Pille immerhin. Amnesia. Amnesia. Und wir kriegen die Karte The World im selben Raum. Ja, okay. Halb so wild. World nimm mal mit. Und hier geht's zum Boss. Der Husk. Ich habe ein bisschen nämlich auf den Pilzklop spekuliert. Deswegen wollte ich die Pilze gerade sprengen. So, und wir kriegen den Magic Scap, HP und Luck Up. Eigentlich hätte ich gerne einen Teufelsraum oder einen Engelsraum am liebsten gekriegt, aber okay. Wir haben Tiny Planet plus Brimstone, das ist eine sehr gute Kombination. Meines Erachtens. Und die Ebene fängt ja gut an, die sieht überhaupt nicht teuflisch aus. Oh Gott. Okay, hier ist jetzt nix. Aua. Und schon haben wir uns wieder geheilt. Also das Charm of the Vampire ist schon ziemlich nice. Und eine... Okay, freundliche Spinnen. Das lobe ich mir. Jetzt hätten wir uns schon wieder geheilt. Na komm her. Wunderbar. Und da ist ja auch der Item. Na, oh. Das war so dumm gerade. Und die Crack the Sky Holy White Death Feather. Das ist ganz okay. Ist jetzt nicht so das Item, das ich sonst immer sehr gerne dabei habe oder so sonstiges. Auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall besser als nichts. Das Trinket wäre halt echt nicht schlecht. Dankeschön. Do not lose your head, ja, ja. Ach, jetzt kann ich echt nicht mehr hingehen, weil der... Kaufen. Eine Karte. Eine Trauer. Ja, ja. Und noch eine Karte. Der Joker, sehr schön. Den werden wir auf jeden Fall mit uns mitnehmen. Wenn wir in einer Ebene keinen Satansraum kriegen, dann werden wir den auf jeden Fall einsetzen. Und da haben wir uns schon wieder instant geheilt um ein halbes Herz. Ich sage, der Charm of the Vampire ist echt kein schlechtes Item. Und jetzt haben wir natürlich unsere ganzen Münzen verbraten für die Fortune Teller Machine. Aber immerhin haben wir so eine wunderschöne Joker-Karte gekriegt, die uns eventuell ein, zwei coole Items garantiert. Okay, das war jetzt sehr lucky.
blöde Spinne. Ich habe mich voll auf den blöden Knubbel da konzentriert. Und wir kriegen... Okay. Fledermäuse! Fledermäuse! Ah! Mann. Okay, wir gehen zum Boss. Der Hollow. Können wir aber den hier einsetzen und instant einen von den beiden töten. Und hier gleich den zweiten. Okay, wir kriegen das Pentagramm. Und... Joker. Einmal Little Brimstone oder das Rotten Baby. Wir können uns, wenn, dann das Rotten Baby holen, weil die Stacheln uns ja Schaden machen. Obwohl, nein, können wir nicht. Das ist tatsächlich vollkommen egal. Wir nehmen es trotzdem, das Rotten Baby. Okay. Weil es nämlich die Fliegen spawnt, werden wir aufladen. Und die machen selbstständig Damage und greife nicht erst an, wenn ich aufladen loslasse. Das ist entscheidend. Vorausgesetzt, wir sind natürlich nah genug an den Gegnern dran. Boom! Gerade noch gesehen, dass das Laserspinnen sind, also Brimstone-Spinnen. Hematemesis. Wir haben gerade Herzen durch die Pille gekriegt, die uns eigentlich Herzen nimmt. Das ist eigentlich sehr in Ordnung. Oh nein! Was haben wir denn hier? Bible Tract Faith Up. Nehme ich auf jeden Fall lieber mit. Und hier haben wir The Pinking Shares. Cut and Run. Wir können unseren Kopf abschneiden. Das meinte die Fortune Teller Machine wahrscheinlich mit Don't Lose Your Head. Aber die kann ich ganz ehrlich nicht, oder? Oh, da unten ist was. Okay. Was ist besser? Die Feder? Oder die... Mit dem anderen Item können wir halt kurzzeitig fliegen. Das ist halt echt praktisch, nicht wahr? Aber wir brauchen hoffentlich keinen Herzschaden. Das weiß ich gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Okay. Kommen wir dahin? Nein, kommen wir nicht. Okay. Wir haben alles in der Ebene, also geht's schon. Hier rein, The Headless Horseman. Den kann ich auch entgegenwirken. Headless will nämlich auch sein. Das war tatsächlich sehr schnell. Okay, und welches der beiden Items nehmen wir uns jetzt? Tatsächlich glaube ich, Gabis Hairball, weiß ich nicht. Wir halten Gabi-Item. Aber, ja, Missing Badge, war Evil Up, Your Enemies Will Pay. Und wir nehmen tatsächlich übrigens a Pony. Damit können wir definitiv dauerfliegen und eine coole Attacke machen. Es geht weiter direkt. Sind wir noch vor der Zeit? Ja, wir sind gut vor der Zeit. Das heißt, wir könnten, wir sind schon in der 6. Ebene, wenn wir es innerhalb von weniger als 4 Minuten zum Boss schaffen. Jetzt machen uns die Stacheln nichts mehr. Das ist gut. Dann könnten wir den Boss Rush versuchen und da ein Item abgreifen. Auch wenn wir halt sehr wenig Leben haben, das könnte riskant sein, aber... Wir versuchen mal innerhalb der nächsten weniger als 3 Minuten zumindest hinzukommen. Alles andere werden wir... Dann sehen, würde ich sagen. Aber erstmal hier rein. Und nicht das Book of Shadows mitnehmen, obwohl das eigentlich auch richtig, richtig stark ist.
Wir können uns dafür kurzzeitig unverwundbar machen. Aber okay. Ah, ich kann die Dash Attack immer nie richtig einsetzen. Das finde ich voll schwierig. Keine Ahnung warum. Gut, dann gehen wir mal rein zu unserer lieben Mom. Au, das war nicht so geil. Oh Mann! Die ist teilweise echt viel zu schnell, um auszuweichen. Nein! Das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Oh Mann! Ja, wir waren zu langsam. Ich hasse die rote Mom. Die ist mir viel zu schnell. Ach, komm schon. Das war kein schlechter Run, der hatte Potenzial. Auch wenn wir sehr wenig Herzen hatten. Schade. Aber gut, was will man machen? Wir versuchen es morgen erneut und bis dahin wünsche ich euch einen traumhaften Tag. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns morgen wieder. Euer Matze. Macht's gut, Freunde. Ciao.